meine Lieben, ihr kennt alle meine bekannten Pudding Oats, High Protein, die waren nicht vegan und das hat mich einfach gefuchst, dass ich euch jetzt mal ein Rezept bringe für High Protein vegane Pudding Oats und das werden wir zusammen machen gehen, super schnell. Also ist auf jeden Fall ein Rezept, was man sich mal am Morgen machen kann, wenn man nicht so viel Zeit hat. Wir brauchen nämlich nur einen Mixer und da werden wir jetzt einige Zutaten reingeben. Als allererstes nicht abschrecken lassen, ganz normale weiße Bohnen. Ihr könnt natürlich auch Kidneybohnen nehmen, die ihr da habt. Ich habe die jetzt aus einer Flasche genommen und die sind jetzt bei mir sogar Demeter. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall sollten sie gekocht sein und nicht trocken. Das in den Mixer rein. Dann haben wir Haferdrink. Ihr könnt natürlich auch Mandel oder Kokos, was euch vom Geschmack her eher passt. Wir mögen am liebsten eigentlich Haferdrink, deswegen Haferdrink rein. Dann für die Süße nehme ich jetzt Erythrit. Aber ich werde euch wie immer alle Zutaten und die Mengen unten in meinem Blog reinschreiben, der unter diesem Video verlinkt ist. Erythrit rein nehme ich gerne, weil es keine Kalorien hat und deswegen eine super Alternative ist. Dann eine Prise Salz darf auch beim Süßen nicht fehlen. Und um das Ganze zusätzlich anzudicken, neben den Bohnen, die sehr schön proteinreich sind, habe ich hier einerseits Flohsamenschalen und andererseits noch geschrotete Leinsamen. Wenn ihr eins von beiden nicht habt, macht das überhaupt nichts. Nehmt einfach die Menge, die ich jeweils für die einzelnen Zutaten genommen habe und verdoppelt eure Leinsamen oder eure Flohsamenschalen. Das gibt übrigens noch zusätzlich Eisen rein, was besonders als Veganer nicht ganz schlecht ist, dass man ein bisschen drauf guckt. Und weil ich ja gerne ein Pudding Oats machen möchte, was Kakao hat, kommt ganz normaler Backkakao rein. Und das wird jetzt erstmal gemixt. Ich habe das jetzt in meine Schüssel gegeben und werde es jetzt mit meinen glutenfreien, zarten Haferflocken vermengen. Ihr könnt aber auch was anderes nehmen. Ihr könnt Pseudogetreide nehmen, wie zum Beispiel gekochten Quinoa oder ähnliches. Einfach, um es noch ein bisschen anzudicken und noch so ein bisschen Speis dazu zu geben. Das Ganze jetzt gut umrühren. Und dann kann das nochmal für 5 bis 10 Minuten, aber auch gerne über Nacht, wie auch immer ihr wollt, in den Kühlschrank gegeben werden. Die vorbereitete Portion passt auf jeden Fall für 2 Frühstücke. Deswegen werde ich das Ganze jetzt in Einmachgläser abfüllen und dann kurz nochmal in den Kühlschrank stellen. Und jetzt geht's ans Probieren und diese Pudding Oats sehen schon richtig lecker aus. Ihr könnt sie garnieren, wie ihr wollt. Ich habe das jetzt mit Beeren gemacht. Aber was auch sehr gut passt, ist ein bisschen Kokosmilch, wie ihr lustig seid. Und eins garantiere ich euch, die Bohnen schmeckt ihr nicht durch, aber euer Körper wird euch danken. Sie sind proteinreich, sie sind gesund und vor allen Dingen, sie füllen euch auch. Macht's auf jeden Fall nach. Ich wünsche euch schon mal jetzt guten Appetit und dann sehen wir uns beim nächsten Bodyfood-Video. Ciao!